Okay, kommunizierende Kryptosysteme. Kennsatzbasierte Sicherheitscodes verifiziert. Es funktioniert. Da draußen, die Anlage. Sie öffnet sich. Hallo Freunde, damit herzlich willkommen zu Destiny der Beta. Sie wird aktiviert. Ich kann hier irgendwelche Waffen updaten. Mach ich auch schnell. Weil da kommen jetzt auch schon wieder Gegner. So. Oh, wir haben hier für keine Munition. Liegt hier vielleicht noch irgendwo was Grünes? Da liegt was. Die sammeln wir schnell ein. So. Das sind zwar nur 8 Schuss. Ne, 4? 4 nur. Egal. Oh, was kommt denn da angeflogen? Das knallt ja gewaltig. Oder da kommen auch schon die ersten Viecher. Das ist ja eine Invasion. Ah, damit habe ich nicht gerechnet. Geh weg. Oh, das war eine ganz, ganz knappe Geschichte. Puh, und da kommen noch mehr von denen. Eieiei, wie viele kommen denn da noch? Oh, womit schießen die? Hört auf damit. Krieg ich ja Stress hier. Ich starte mich gerade noch mit dem Scharfschützengewehr aus, weil ich dachte, das wird ein Kampf auf Distanz. Und die stehen hier direkt vor der Tür. Also bei Missionen wie dieser merkt man wieder ganz krass, das Spiel ist echt darauf ausgelegt, dass man mindestens zu zweit ist. Wir haben ja auch schon in anderen Missionen ein paar Endgegner gehabt, den man alleine gar nicht hätte schaffen können, weil der einer musste tatsächlich immer die Aggro auf sich ziehen, damit der andere da tatsächlich den Schwachpunkt angreifen kann. Aber sehr schön passende Musik auf jeden Fall. So, aber da kommt auch direkt schon die nächste Ladung an Gegnern. Sammle ich jetzt nur kurz hier alles ein. Ja, und da hüpfen sie schon auf einen zu. Und da habe ich auch mein Level-Update. Das ist hier alles ein bisschen hektisch gerade. Aber noch zu machen. Auch wenn man alleine ist. Und da kommt noch eine Fuhre. Eieiei. Au, 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 au. Da muss ich kurz in Deckung gehen. Kurz mein Schild wieder aufladen.
da bin ich alle erwischt. Da war noch einer hinter mir. Was baut der sich denn da auf? Ein Schutzschild tatsächlich? Oh, der Ritter hat's in sich. Aber das ist doch kein Problem, mit dem wir nicht fertig werden. Eieiei, womit hat der denn da gerade genommen? Ach, das war ein Upgrade wieder. Oh, hier hat sich einiges verteilt. Das sammeln wir noch schnell ein. Und dann mal zurück zum Geist. Mission beendet. Wir haben es geschafft. Von Rasputin gesteuert, dem letzten Kriegsgeist. Er lässt mich nicht rein. Aber er ist mit Verteidigungsstrukturen im ganzen System verbunden. Es könnte da draußen etwas geben. Etwas, das uns hilft, die Dunkelheit genauso zu überleben wie Rasputin. So, dann haben wir sogar die Mission auf schwer ganz alleine geschafft. Das datet einiges ab hier noch. Upgrades am laufenden Band. Eine Menge Kills und Prämien hagelt es ja auch noch. Schön. Richtig schön. Fortsetzen. Was mir gerade aufgefallen ist bei dem ganzen Gemetzel, das ich da veranstaltet habe, es fällt mir doch tatsächlich leichter, wenn es so ein Game wie Halo oder im Destiny ist, wo man auf Gegner schießt, die wirklich dermaßen frei erfunden sind. Jetzt sagen wir bestimmt wie die ganzen Killerspielhasser, es ist ganz egal, worauf man schießt, es ist immer doof. Ich gebe dem so ein bisschen recht. Also ist schon klar, hier auch wieder mit Gewalt. Man schießt sich hier die Seele aus dem Leib. Das kann natürlich auch zu Aggressionen führen. Trotzdem bin ich natürlich auch Anhänger der Gaming-Community. Und für mich ist es wirklich ein Unterschied, ob man jetzt im wahren Leben in der Wumme rumläuft. Man hat es ganz schön gesehen beim einem der Vlogs von... Wo wollte ich denn jetzt hin? Zum Turm. Von Robbie, Bubble und... dem Siegesmund, als die in Las Vegas auf dem Skistand waren. Nur weil man pausenlos an der Konsole oder am PC sitzt und Battlefield zockt oder sonst das immense Wissen über Waffen und wie die sich verhalten am PC sammelt und hat, das hat noch lange nichts damit zu tun, dass man irgendeine Ahnung in der Praxis wirklich an der Waffe hat. Selbst der Siegesmund, der ja selbst bei der Bundeswehr war und auch Waffenerfahrung hat, sobald man eine fremde Waffe in der Hand hat, scheint es tatsächlich nochmal komplett was anderes zu sein. Also natürlich, gibt man einem eine Waffe, erschafft man eine Gefahr, aber derjenige kann auch noch lange nicht damit umgehen. Und natürlich gehört zur Intention, also wirklich zur Gewaltverbreitung nochmal was anderes dazu, als nur, dass man das Spielzeug hat. In meisten Fällen. Aber trotzdem, mir wird es bestimmt auch schwerer fallen, wenn ich hier tatsächlich die ganze Zeit auf Menschen schießen müsste. Ich meine, bei Watchdog hat man es ja im Grunde auch, dass man da auf Menschen, also auf digitale Menschen schießt, ja. Aber das ist nochmal was anderes. Da hat man natürlich auch die Intention, möglichst niemanden zu verletzen. Da gibt es so ein paar Kandidaten, die muss man quasi kriegen. Da weiß man aber auch, es sind Kriminelle. Und man versucht da irgendwie, man hat auch eine Intention. Also einem wurde Unrecht getan, und zwar auf ganzer Linie. Und man versucht da nur wirklich seine engste Familie zu schützen. Hier ist es ja wieder was anderes, man ballert einfach auf alles, was auf einen zukommt. Jetzt können natürlich einige sagen, ja, ist doch auch gar kein Problem. Recht zur Selbsterhaltung, Notwehr. Ja, das ist hier schon was anderes. Man begibt sich absichtlich in solche Situationen hier. Aber dadurch, dass es Aliens sind, die ich nach wie vor noch nicht so richtig erkenne, es ist für mich wirklich ein bisschen leid. Das ist ja eine schöne Aussicht hier. Ich war hier schon ein paar Mal, aber das sei ja tatsächlich noch nie beachtet, dass es hier so schön aussieht. Schön. Echt schön. 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 Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen... Können wir denn hier einkaufen? Gucken wir doch erstmal, was wir schon alles eingesammelt haben. Level 8 sind wir inzwischen. Hier können wir auch was upgraden. Ich muss erstmal gucken. Sturmfaust, okay. Okay. Sprinten erhöht die Sprungweite der Chaosfaust, alles klar. Ah, okay. Das heißt, hier werden noch ein paar Attribute verbessert auch. Das ist hier unterteilt in verschiedene Sektionen. Das scheinen hier verschiedene... Genau, das sind die Granaten. Da
Das hier sind Sonderfähigkeiten. Was haben wir hier? Das sind wahrscheinlich Werte. Was haben wir hier außen? Ah, dann auch noch ein paar Sonderattacken, die es hier gibt. Okay. Hier können wir wieder diverse Waffen aufrüsten. Da müssen wir gleich mal schauen, welches inzwischen die beste ist. Ach, wir können hier verschiedene Fähigkeiten aussuchen. Ja, wir können tatsächlich nur zwei nehmen. Okay, was ist denn hier? Standardvisier oder bewegliches Zielfernrohr? Dann nehme ich, glaube ich, das mal. Das probiere ich diesmal aus. Und die Waffe wird präziser. Was haben wir denn noch? Wir haben hier 45 Angriffe. Oh, hier ist eine mit, achso, aber nur Magazin nur 6, also eine Pistole. Aber das hier wäre natürlich schon nur 11 im Magazin. Das stelle ich mir sehr schwierig vor, mit nur 11 Schüssen im Magazin. Mir ist es so schon zu wenig. Aber die macht einfach mal eine Ecke mehr Schaden. Gute 12 Punkte mehr. Die probiere ich bei der nächsten Mission aus. Und dann haben wir hier noch so ein paar Waffen. Von denen können wir uns getrost verabschieden, glaube ich. Ja, die zerlegen wir jetzt einfach mal. Oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Nee, das wollte ich nicht. Zerlegen ist X. So, weg. Weg. Und weg. So, die Waffe habe ich noch nicht verstanden, aber ich behalte sie erstmal. Hier haben wir noch keine Alternativen. Und was haben wir hier jetzt Neues? Wir haben einmal 35 Resistenz und die anderen beiden sind nicht besser. Dann kommen die direkt wieder in die Bastelkiste. Hier haben wir einiges mehr Schutz, allerdings die Stärkewertung geht verloren. So haben wir 24 Stärke. Na, ich glaube, die Werte sind in dem Fall wichtiger als die Rüstung an sich. Sieht auch nicht besonders schön aus. Da nehme ich doch wieder das blaue. Beine, hier könnten wir... Da können, hier können wir aufrüsten. Okay, jetzt das wird wahrscheinlich inzwischen wieder mehr rot sein. Jetzt wäre wahrscheinlich optisch die hier sehr viel schöner. Ja. Ist ja auch. Trotzdem, die Werte sind wichtiger. Oh, da konnten wir noch den Helm upgraden. Ah, cool. Nahkampfschaden verschnellert die Granaten-Respawn-Zeit. So, da haben wir uns wieder ein bisschen aufgerüstet. Sieht zwar jetzt ein bisschen kunterbunt aus. Moment, wo wir jetzt schon hier sind, nicht ablenken lassen. Können wir natürlich auch noch bei unserem Titan-Lehrer quasi vorbeischauen. Aber hier kriegen wir noch nichts Neues, glaube ich. Oh, doch. Die beiden gehen noch nicht. Da muss ich nochmal... Kann ich dich hier vergleichen direkt? Ja. Jetzt gerade... Die kaufen wir auf jeden Fall. Bringt sie von der Schlacht zerkratzt wieder. Aber nicht kaputt. Das hier lohnt sich wiederum nicht. Bleib gut. Stark, Hüter. Dann ziehen wir noch neue Handschuhe an. Die haben auch tatsächlich noch Disziplinwertung dabei. Super. So, jetzt tatsächlich nur noch die Brust blau. Da hätte ich natürlich auch gerne ein rotes Teil jetzt. Hast du da nicht was im Angebot? Einen neuen Kampfvorhüter. Nicht so richtig, ne? Ah, schade. Stärke durch Licht. Titan. Aber man sieht auch nach jeder Mission, die Rüstung wandelt sich, wird immer stärker, immer pompöser. Also tut sich optisch auf jeden Fall auch was. Wo können wir denn noch? Wir könnten noch bei dem Kollegen da oben schauen, ob es da noch eine bessere Waffe vielleicht gibt im Angebot. Wir haben uns schon mal getroffen, oder? Ich kenne diese Waffe. Im Grunde sind die beiden neu. Das Fusionsgewehr, Schlagkraft, Reichweite, nicht besonders gute Werte. Nee, das ist ja... Also Schlagkraft natürlich mehr. Nee, aber damit bin ich nicht einverstanden. Das sieht interessant aus, wobei die Werte natürlich alle nach unten gehen. Allerdings ist das Magazin sehr viel größer. Insofern ist diese Waffe vermutlich auch besser. Die kaufe ich jetzt einfach mal prophylaktisch. Denn die scheint besser zu sein als dieses schöne Gerät hier. 45, Angriff 51, ja. Tatsächlich.
Dann würde ich dich hier nämlich auch schon mal über den Jordan schicken. Wobei, die hat ja ein paar Upgrades, die wir auch benutzen könnten. Behalten wir die erstmal. Ist ja nicht so schlimm, wenn wir sie dabei haben. Welche habe ich jetzt gerade frisch gekauft? War das die? Ja, da wollte ich aber erstmal die hier ausprobieren. Da ist schon alles okay. Gut, die probieren wir dann in der nächsten Mission aus. Level 8 haben wir jetzt. Und dann schauen wir nochmal kurz. Vielleicht kriegen wir da noch eine kleine Mission zustande. Ziele. Können wir inzwischen zum Mond? Ja, inzwischen wird uns jetzt hier... Ah, nee, Voraussetzung nicht erfüllt. Immer noch nicht. Was müssen wir denn da für Voraussetzungen haben? Ah, das ist ganz einfach in der Beta noch nicht drin hier. Das heißt, wir haben vorerst tatsächlich nur diese paar Missionen hier auf der Erde, über die wir uns hochleveln können noch ein bisschen. Und den Schmelztiegel. Da wäre es natürlich spannend, wenn wir hier mal noch eine Sitzung zusammenkriegen. Aber ich könnte euch das mal kurz zeigen. Da gehe ich jetzt in die Suche nach Spielern und nichts passiert. Also muss ich jetzt... Oben wird es angezeigt hier. Einer von 12. Ich bin der eine. Aber da kommt vorerst keiner dazu. Hier sieht man es auch nochmal. 6 gegen 6. Wettkampf und es gibt diverse Prämien. Das sind nämlich einfach nur verschiedene Marken, die man da kriegt. Und ich denke mal, für die kann man sich dann beim Titan-Verantwortlichen oder Lehrer oder was es da ist, Rüstungsteile noch besorgen. Das aber... Ja, wie sieht nichts passiert, deswegen breche ich das jetzt auch ab. Es ist aber ein bisschen schade, dass man da jetzt mehr noch nicht besuchen kann. Wobei, na gut, es ist die Beta. Wäre auch doof, wenn die jetzt schon alles rausschießen. Da muss man sich noch auf was freuen. Aber dann werden wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen mit den Missionen hier beschäftigen. Denn die sind trotzdem noch nicht ausgelutscht, finde ich. Und auch sonst ist das Gebiet ja relativ groß. Da gibt es bestimmt noch was zu entdecken. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.